Hallo werte Freunde von Dreadnought. Heute will ich euch in dieser Ausgabe mal die besagte Klasse von einem Dreadnought zeigen. Das ist so das Größte, was es gibt. Und zwar sehen wir das hier. Das Schiff ist eines der Hero Ships, die es mit dem Founders Pack gab. Und zwar die Morningstar. Also das Ding ist ein richtiges Gerät. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier ein schönes Ründchen hinbekommen. An sich ist hier gar nicht so viel zu sagen. Man kann die Hero Ships selber nicht mehr verändern. Die haben ihre Eigenschaften so, wie sie sind. Die sind fest. Deswegen, es gibt eine Plasma Cannon, eine Flak. Dann gibt es noch Scattergun. Das sind hier diese Geschütze seitlich, die hier schießen. Also das ist noch eine ordentliche Armada. Missiles gibt's. Ein Tractor Beam. Also damit kriege ich was dann zu mir rangezogen. Wenn es mir zu brenzlig wird, ein Warp-Jump, so ist das Ganze. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier eine schöne Runde dann damit hinbekommen. Es gibt mehrere Hero-Ships an der Zahl. Und zwar gibt es in Summe aktuell 5. Ich habe mir das große Founders-Pack geholt, deswegen, da bekommt ihr dann alle reingestellt. Fulgora kennen wir ja schon. Hier nennt sich das dann Otis und die Nox auch Silesia. Aber jetzt würde ich sagen, wir springen jetzt mal mit der Morningstar rein und schauen, wo wir landen. Ich werde mal wieder dann im Spiel erst mit anfangen, weil so ist es einfach lange Wartezeit. Ja, da sind wir jetzt also auch und können hier unser Hero Ship selektieren und sehen hier Morningstar Dreadnought. Sehr geil, schaut super cool aus, vorne mit dieser Galionsfigur auch. Wirklich, wirklich nice. Deswegen ready up und wir schauen, wir haben eine Korvette, einen Tactical Cruiser, einen anderen Dreadnought, einen Destroyer und mich. Also von dem her, das Team-Line-Up könnte schon mal passen. Ich hoffe nur, und das ist zuletzt so immer wieder vorgekommen, dass mein Team sehr stark auseinander ist. Ich weiß noch nicht, wie man im Team sagt. Team? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall sehr weit auseinander gedriftet ist und das ist sehr schlecht, weil gerade dieses Spiel lebt von Teambuilding. Ah, den hätte ich ja jetzt gerne rangezogen, du. Aber hat nicht sollen sein. Oh, oh. Ah, komm schon. Gib mir den. Ich muss hier echt weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ah, da konnte ich nichts mehr rausschießen, weil da war ich auf einmal mitten im Gegner. Aber okay, die Action, die passt. Jetzt muss nur noch der Rest kommen. Aber der Wolf Soldier, der hat mir richtig stark mit seinen Ballistic Guns gegeben. Man muss auch sagen, die Hero Ships, dadurch, dass die dieses vordefinierte Layout haben, das ist gar nicht so geil. Also die Hero Ships sind cool zu haben, aber fürs Spiel selber, da gibt es durchaus was Besseres. Also dafür, dass ich den ja eigentlich normalerweise dafür, dass die keine so gute... Aber macht er mich ganz schön fertig, du? Oh, wo kommst du her? Okay, also ich sehe schon, ich komme hier mit meinem Dreadnought so gar nicht zurecht. Und bevor ich das jetzt bis zum Exzess treibe, werde ich mich für was anderes entscheiden. Deswegen schauen wir mal, was es noch so bei den Hero Ships gibt. Wir nehmen mal einen Zerstörer. Weapon Breaker, Missile locked on. Okay, Weapon Breaker klingt cool. Silos. 15:10, also bis jetzt ist das Game ausgeglichen. Und jetzt hier mal schnell Richtung meinen Kompagnons fliegen. Oh, ich habe da den Final Blow gemacht mit meinen Raketen, nehme ich mal an. Not as good.
Aber ob das so clever ist. Also er heilt da ganz recht ordentlich. Kommt, Jungs. Nimmt den raus. Die Weaponbreaker sind drin. Und jetzt hier. Also komm, der muss doch jetzt mal drauf gehen. Wo ist denn der? Captain Kill! Da haut aber jemand ganz schön schnell ab. Aber jetzt ist genau das der Fall, was ich so häufig so als Fehler sehe von meinem Team und diesmal beim Gegner. Jeder ist so ein bisschen alleine, jeder ist so ein bisschen für sich. Okay, weg. So, jetzt hier mal schauen, was da so an Damage geht. Yep. Ah, leider. Komm schon, du musst weg. Ja! Das läuft jetzt. Und hier auch nochmal den Schaden verstärken. Und jetzt kommt hier mal richtig was an Damage rum, wie ihr seht. Ja. 55-25, jetzt läuft's wie ein Länderspiel und jeder von den Gegnern fliegt halt auch einzeln rein. Das ist jetzt für uns natürlich das wirklich Beste, was passieren kann. Dass wir hier so koordiniert sind. Und jetzt Weapon Amplifier an und raus geht der Damage und der Assist ist da. Auch der ist zerstört. Also jetzt muss man sagen, läuft's wie am Fließband. Muss ich nur aufpassen. Da hinten, da schießt noch so einer die ganze Zeit. All ships, enemy contact at this location. Ah. Aber der geht jetzt auch peu à peu down. Ja. Yep. So soll das. Und das ist genau das, was man eben selber auch das eigene Team gerne mal ab und an als Fehler macht. Dieses schnelle Reingehen auf den Gegner ohne Sinn und Verstand und hier wir sehen, wir sind fast immer alle zusammen und das ist der Sieg, das ist nichts anderes muss man hier machen, einfach zusammen agieren und dann läuft es auch. Weapon Breaker primed auch. Nehmen wir den. Ja, das definitiv.
Also alles andere als hier der Sieg wäre wirklich ein Kuriosum. Ich brauche Damage. Payback. Und auch der ist zerstört. Also, das war mal eine Runde, die lief einfach nach Maß, muss man sagen. Und auch wenn ich jetzt von der Dread noch nicht viel zeigen konnte, aber das hat das Spiel irgendwann erfordert oder ich habe gemerkt, ich muss hier ein anderes Schiff nehmen und wir haben einen Zerstörer auch noch nie gesehen, also von dem her umso schöner. Und hier bin schon auf dem Rang, auf dem Weg Richtung Rang 5. Und wir sehen, ich habe hier 4 Kills gemacht. Ich habe zwar 200 Deaths, aber 5 Assists. Also es war an sich eine schöne Runde, auch wenn die anderen besser waren. Aber Hauptsache, ich habe einen Teil beigetragen und das ist das Wichtigste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.